Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unseren aktuellen Kurzmeldungen aus Wismar und der Region. Der Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern hat eine neue Marken- und Kommunikationsstrategie vorgestellt. Unter dem Motto Mecklenburg-Vorpommern, das Urlaubsland, soll mit einer neuen Strategie die natürlichen Stärken des Landes genutzt werden. Zudem bekommt der Tourismusverband ab dem 1. November eine neue stellvertretende weibliche Geschäftsführerin, die auch dann die Leitung im Bereich Tourismusbranche übernehmen soll. Nabus zieht eine durchaus positive Bilanz zum 9-Euro-Ticket. In den 3 Sommermonaten wurden rund 25.000 Tickets verkauft. Aufgrund dieser positiven Resonanz bietet das Unternehmen das Schnupper-Abo an. Wer bis Dezember diesen Jahres einen Vertrag über dieses Schnupper-Abo abschließt, zahlt für die 3-monatige Laufzeit nur die Hälfte des regulären Tarifs. Das Abo kann über die Website von Nabus abgeschlossen werden. Am Mittwoch wurden der Polizeiinspektion Wismar mehrere versuchte Telefonbetrügereien gemeldet. Die Dienststellen in Wismar, Grevesmühlen und Gardebusch nahmen Strafanzeigen wegen versuchten Betruges mit der bekannten Masche Schockanrufe auf. Die Polizei warnt daher erneut vor Telefonbetrügern und rät bei derartigen Anrufen, sofort aufzulegen und den tatsächlichen Angehörigen zu kontaktieren. Geben Sie niemals Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110 oder wenden Sie sich jederzeit an Ihre örtliche Polizeidienststelle. Liebe Zuschauer, das waren unsere aktuellen Kurzmeldungen aus Wismar und der Region.